Die Fanshops Düssel in Lüttringhausen, Hückeswagen und Wuppertal-Ronsdorf bieten von allen Fußball-Bundesliga-Vereinen die entsprechenden lizenzierten Fanartikel. Vom Trikot bis hin zu Fanschulartikeln ist alles im Sortiment. Kommen Sie direkt in die Shops oder besuchen uns auf unserer Homepage. Wir stehen hier im Autohaus Scheider und habe zwei Fußballprofis von Borussia Mönchengladbach bei mir, den zweiten Torwart Christopher Heimeroth und Christoph Kramer. Wenn ich dich mal zuerst fragen kann, wie ist es denn so Autogrammstunden zu geben und ein bisschen Interaktion mit den Fans zu haben? Ja, heute hat es Spaß gemacht. Ich denke, dass so viele Leute da waren, das zeigt ja, dass der Verein auch hier in der Region sehr viel Akzeptanz genießt und es freut uns, dass wir hier sein durften. Du kommst ja hier aus dem Bergischen, aus Solingen. Immer wieder schön, dann ins Bergische zurückzukommen? Ja, wir hatten jetzt 3 Tage frei, von daher war ich bei meiner Familie, war die Anreise nicht so weit und deswegen, der Heimi hat heute ein neues Auto bekommen und dann mache ich sowas natürlich immer ganz gerne mit. Sieht ja sehr, sehr gut aus bei Borussia Mönchengladbach. Platz 4 würde Champions League Quali bedeuten am Ende der Saison. Ist das jetzt für euch auch die Zielsetzung zu meiner Saison hin? Nee, das nicht. Also wir sind froh, dass wir da stehen und genießen auch jetzt den Augenblick, dass wir im Moment so gut dastehen. Ich denke, dass wir bisher eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben und wenn wir das annähernd weiterführen können, dann wird es auch eine erfolgreiche Saison. Was dann am Ende bei rumkommt, das wird man dann sehen. Aber wir sind jetzt nicht so vermessen, zu sagen, unser Ziel ist jetzt der Champions League Platz oder Champions League Quali Platz. Und bei dir läuft es ja auch weiterhin sehr, sehr gut. Zufrieden? Ja, ich kann ja nichts anderes sagen, als dass ich zufrieden bin. Ich meine, es läuft sehr gut für mich persönlich, es läuft sehr gut für die Mannschaft und von daher ist alles gut. Ja, und das war es also hier mit Christopher Heimeroth und Christoph Kramer hier im Autohaus Scheider bei der Autogrammstunde. Danke den Herren. Gerne. Danke.